begrüße euch heute wieder Barbara Berger, Coach, Trainerin, Lerntrainerin aus Wien. Ja, worum ging es in meinen letzten beiden Videos? Die haben ja irgendwie so zu einem großen Ganzen zusammengehört. Da habe ich ein bisschen darüber gesprochen, worauf wir denn beim Thema Lernen, nicht zuletzt durch Schule oder auch durch Familie, gut trainiert werden und was uns dabei aber vielleicht auch ein bisschen abgeht und worauf wir schauen sollten, dass wir hier einen guten Ausgleich finden. Ja. Schaut euch das an. Ich glaube, es sind recht interessante Beiträge geworden. Es gibt ja auch schon zwei Folgen von mir, wo ich Spiele vorstelle, kurz insbesondere, wenn es darum geht, was für so Grundfähigkeiten wir dann mit diesen Spielen trainieren können. Und da geht es heute weiter mit einem Spiel von Ravensburger, ein Ravensburger Kartenspiel, das sich Set nennt. Das ist gar nicht einfach, meine Lieben, kann ich euch sagen. Ich erkläre euch, worum es geht. Es können 2 bis 8 Spieler spielen, Altersangabe ab 10 oder dieses berühmte 10 bis 99. Ich lese mal vor, was da hinten drauf steht. Set, die ultimative Herausforderung. 81 Karten und alle unterschiedlich. Wer holt sich die meisten Sets? 3 Karten mit der richtigen Farbe, Form und Füllung. Augen auf und Nerven behalten. Hier spielen alle Mitspieler gleichzeitig. Jeder versucht so schnell wie möglich ein Set zu entdecken. Es gewinnt, wer die meisten Karten gesammelt hat. Ein Kartenspiel auch für die große Runde, denn bis zu 8 Mitspieler sind möglich und können sich der Set-Herausforderung stellen. Was ich, ja, eine Spieldauer ist ungefähr mit 20 Minuten angegeben. Also das ist durchaus auch etwas, was man in mehreren Runden an einem Abend spielen kann. Was ich das besonders Geniale an diesem Spiel finde, ist, dass es unterschiedliche Dinge gleichzeitig trainiert. Nämlich, man kann sich entscheiden oder, sagen wir mal so, man wird das Spiel nur dann gewinnen, wenn man beide Fähigkeiten gut kann. Einerseits Gleichheiten zu erkennen, zu entdecken, andererseits aber auch Ungleichheiten zu erkennen. Das heißt, ein Set ist nicht immer etwas, was aus 3 gleichen Dingen besteht, wie bei Memory. Da ist ja ein Paar, 2 gleiche Karten. Bei einem Set kann es einerseits sein, dass man nach gleichen Dingen schaut, wie zum Beispiel gleich wäre hier vollständig angemalt, flächige Farbe, flächige Farbe. Das wäre die Gleichheit. Die Ungleichheit dabei ist aber dann auch wieder, dass die Farben unterschiedlich sein müssen. Ja, also man muss beides können. Man muss gleiche Dinge entdecken, ungleiche Dinge entdecken. Und dazu braucht es eine gewisse Konzentration und natürlich auch Reaktionsgeschwindigkeit. Spiele spielen ganz allgemein jetzt nicht nur zum Thema Set. Wie gesagt, Geselligkeit, zusammenkommen, sich mit anderen dazu verabreden müssen, sich darauf einigen müssen, welches Spiel wollen denn alle spielen. Vielleicht auch gemeinsam mal die Regeln zu erkunden. Das ist immer das Erste, wenn man ein Spiel neu geschenkt bekommt, auspacken, dann spielfertig herrichten. Dann braucht es irgendjemand, der sich durch die Anleitung durchquält und der es dann im idealen Fall den anderen Kindern oder den anderen Mitspielern erklärt. Das sind auch alles diese Drumherum-Fähigkeiten, warum Spiele so interessant sind. Man spielt nicht alleine, man spielt miteinander. Das heißt, man muss sich auch darauf einstellen, wenn Spieler so ihre Eigenheiten haben, eher trödeln, eher schnell sind, konzentrierter sind, unkonzentrierter sind. Man muss natürlich damit umgehen können, wenn ständig immer die gleiche Person gewinnt, was tut das mit einem selbst? Man kann sich die Frage stellen, wie kann ich am besten trainieren und mit wem, damit ich selber besser werde. Das sind so die allgemeinen Dinge, die über ganz spezifische Fähigkeiten eines bestimmten Spiels heraus immer im Fokus stehen und besonders interessant sind. Kommen wir aber wieder zurück zu genau diesem Spiel, zum Spiel Set. Da erkläre ich euch noch einmal, was ihr ganz besonders mit diesem trainieren könnt. Ganz stark trainiert ihr mit diesem Spiel, unterschiedliche Möglichkeiten zu erkennen und danach zu handeln. Gleichermaßen eben Gleichheiten und Ungleichheiten zu erkennen. Die Aufmerksamkeit auf Details zu lenken, dabei aber nicht den Überblick zu verlieren. Es liegen auch immer mehrere Karten gleichzeitig auf dem Tisch. Und ganz speziell sich für einen gewissen Zeitraum stark zu fokussieren, also damit auch ein Teil von Konzentration. Ja, meine Lieben, wenn ihr dieses Spiel vielleicht habt, gerne spielt, schreibt mir. Wenn ihr es euch besorgen wollt, dann Ravensburger als Adresse. Ich hoffe, ihr bekommt es noch. Ja, schreibt mir einfach eure Erfahrungen oder auch, welche Spiele ihr gerne hier vorgestellt haben wollt in einem meiner nächsten Videos, was so eure besonders interessanten Tipps sind für Spiele, mit denen man Fähigkeiten trainiert, die man vielleicht im Alltag sonst nur schwer trainieren könnte. Würde mich sehr freuen. Ja, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, liken, subscriben ist immer eine gute Idee und ring the bell, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das neue Video kommt. Bis dorthin, alles Liebe, ciao!